Wisst ihr Leute, wenn Toads Durchfall haben, dann ist es Pilzsuppe. Und damit herzlich willkommen zu Luigi's Mansion 3DS. Sehr schöner Start und ich würde sagen, wir gehen einfach hier durch die Tür und ja. So, jetzt sind wir hier im Fitnessraum. Cool, denke ich. Hier sollte man hoffentlich keinen Durchfall haben. Aber gut. Ah, okay. Ein Gewichtehebergeist. Kann man mal sein. Komm mal her. Dein Geld nehme ich mal mit. Das Schöne an den Gemäldegeistern ist ja wirklich, dass sie einen eigentlich meistens nicht angreifen. Also, ja. Außer Hector. Hector war ein böser Hund. Aber ansonsten, ja. So. Als ob das Ding einfach so hochschmeißt. Da haben wir ein Herz, haben wir ein bisschen auffüllen. Achso, warte, stimmt ja, das musste man so machen hier bei denen. Ah, und ein Schlüssel. By the way, ein Schlüssel, den man tatsächlich verpassen kann. Der ist nämlich einfach nur für die Tür da unten. Also, man kann den einfach auslassen, fällt mir gerade so auf, den Gemäldegeist hier. Obwohl, hier ist wahrscheinlich ein Buhu im Raum, dementsprechend kann man ihn wahrscheinlich auch nicht auslassen. So, dann gucke ich noch einmal, ob wir hier vielleicht irgendwo ein Stück Käse haben. Dann halt mal dein Herz still, du nervst. Ach ja. Was haben wir denn da? Dosen. Yay. Na komm. Okay, scheinbar macht aber in den Dosen gar nichts. Aber Käse sehe ich hier auch nicht. In dem Sinne würde ich sagen. Ja. So muss ich das machen, genau. Ah, jetzt ist er böse. Okay. Aber auch verständlich, dass er jetzt böse ist. Okay. So. Okay, das war ein bisschen verkackt, aber was soll's. Nehmen wir die drei Kleinen mit und hauen ihn dann wieder um. Ah, jetzt ist er mal mit einem Schlag gleich down. So. Hauptsache er droppt noch seinen scheiß Giftpilz, ne? Geh weg da mit. Ja. Okay, und das. Sieht dann so aus, wenn ich von den Giftpilzen erwischt wurde. Ich bin erstmal winzig und ich kann nicht mehr saugen. Warum auch immer ich nicht mehr saugen kann, aber... Ja. Mario! So. Oh, da ist ein Diamant wieder drin. Yay, sehr schön. Der gibt nämlich schön viel Kohle. Ach ja. Okay. Wo versteckt sich der Buhu denn? Da ist er doch. Ui, 100 Leben. Bugiskan, hahaha. Sag es nicht, der ist in den Musikraum geflüchtet. Egal, wir werden ihn finden. Oder so. So, die Tür aufmachen. Ah ne, da ist er. Und hab ihn. Dann haben wir auch mal wieder einen Buhu gefangen. Ich glaube, im letzten Part hatten wir gar keinen bekommen, aber na gut, wenn keiner da ist, kann man auch keinen fangen. Ne? Ah, irgendjemand sollte sich mal um die Pflanzen der Bella kümmern. Hahaha. Ha, ha. Verstehst? Schön die Anspielung wieder, dass man was mit den Pflanzen machen kann. Aber gut. Hey, 33 Millionen haben wir jetzt.
So. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal in den zweiten Stock. Beziehungsweise in den ersten. Das ist der erste Stock. Wir waren im Erdgeschoss, also, ne? Alles gut. Schauen wir mal die Fledermäuse ein. Und ja. So, was haben wir denn hier Schönes? Dann komm mal her. Okay, damit wäre es hier hell im Raum. Okay, ich habe jetzt gar nicht geguckt, ob hier noch irgendwas ist, aber gut. Ja, stimmt, und in dem Raum ist irgendwas. Ich weiß nicht, warum es nur in diesem Raum ist, aber hier wollten die schon mal lustig sein oder so. Auf jeden Fall kann man hier auf den Tisch kommen. Yay, sehr schön. Und kriegen das Eiselement. Hallo Luigi, was hast du denn da gefunden? Lass mich mal einen Blick drauf werfen. Oh, ach, das ist eine Eiselementmünze. Nun kannst du Eis einsetzen. Wie auch immer das funktioniert, dass wir aus dem Staubsauger Eisbrocken schießen können oder so, aber na gut. Eisgeister findet man ausschließlich an eisigen Plätzen. Am besten, du suchst einen Kühlschrank. Oder an ähnlichen kalten Orten. Meine Forschungen haben ergeben, dass sie sich zeigen, sobald man... Ja, das kennen wir langsam. Ja. Ah, selbst ein heißes Bad wäre nun gefroren, wenn du auf diese Weise vereisen würdest, was auch immer. Und das war auch wieder eine kleine Anspielung, was man jetzt mit dem Eis machen kann. Und ich würde sagen, das machen wir dann auch gleich, aber erst gleich. Erst einmal machen wir den Raum hier fertig. Komm her, Eis. Na komm. Okay, Winnie Boo. Wunderschöner Name. Ist er jetzt wirklich in den Raum links geflüchtet? Ach ja. Ich wollte gar nicht hoch. Ich wollte an die Kommode ran. Ach ja. Machen wir es eben nochmal so. Und kriegen einen Rubin. Sehr schön. Hat sich immerhin gelohnt, daran zu gehen. Ach ja. Was haben wir denn jetzt eigentlich schon? Ja, diese 5 Mario-Items, das war auch klar, so 5 sind, weil ich meine, das sind 5 Felder. Also bitte. Was sagt eigentlich das hier? Achso, das sind die Gemäldegeister, die hier aufgelistet werden. Sehr schön. Also wir haben einen verpasst oder so. Oder warum ist neben den Fetten noch einer offen? Egal, auf jeden Fall. Ziel ist es, dass wir alle Gemäldegeister einsammeln und alle Buhus und das Spiel halt beenden. Mein Geld nehme ich halt das mit, was ich mitkriege. Ansonsten wollte ich schon alles machen. So. Wir haben Eis. Also gehen wir jetzt erstmal ins Badezimmer und vereisen die Badewanne oder so. Keine Ahnung. Ich meine, an einer anderen Stelle fällt mir auch gar nicht ein, wo wir das groß benutzen könnten. So. Oder es bringt doch nichts. Ich meine, das Wasser ist jetzt aus. Ja, das sehe ich. Ha. Okay, dann habe ich keine Ahnung, was das bringt. Ich meine, ich habe jetzt nur die Badewanne vereist und das war's. Sehr schön. Gehen wir aber wieder nach oben und machen weiter. Ach ja. So.
Ich habe mich schon gewundert, was das für ein Geräusch ist. So. Kannst deine Bowlingkugel wegstecken. Alter, wie viele von den Mäusen sind denn hier noch? Wo ist das Stück Käse? Oder so. Gerade das Haus gebebt. Oh, fuck. Stimmt ja. Die gibt es auch noch. Die explosiven Mäuse, die sollte man am besten nicht aufsaugen. Weil, ja, die machen so etwas Bumm. Und so. Okay, hier haben wir Wasser. Hier haben wir, by the way, auch noch ein Klo. Achso. Der Geist wollte scheinbar lustig sein oder so. Dass er sich auf Klo versteckt. Aber gut. Mario! Nix Mario, mach die Tür auf. Die Truhe auf. Stimmt, ich bin der Meinung, dass hier hinter diesem Poster etwas Lustiges war oder so. Ja, oder man kriegt einfach Schaden. Wenn man versucht, das wegzusaugen, auch gut. Okay. Ha, kann man nicht wegsaugen, auch gut. Ich kann mir gut vorstellen, dass man das Poster verbrennen kann. Dann würde ich sagen, ich hole mir einmal Feuer. Ist nur die Frage, wo kriegen wir hier am schnellsten Feuer her? Oder von den Kerzen schon mal nicht. Hier war ja nur Eis in den Raum. Feuer, Feuer, Feuer. Wo war Feuer? Hier war Feuer. So. Ja, wir können leider immer nur jeweils ein Element zur Zeit haben, also man muss ziemlich oft hin und her switchen, was teilweise echt nervig ist. Und ich meine, warum sollte ich ein Poster nicht mit Feuer verbrennen können? Ich meine, es ist ein Geisterposter, aber bitte. So, weg damit. Kannst mich mal. Ach ja. So, haben wir wieder vollgefüllt. Bringt wirklich nichts damit Feuer raufzuhauen, ne? Ha. Dann würde ich sagen, versuche ich einmal den Boiler da einzufrieren. Oder brauche ich Feuer eventuell? Ich würde sagen, ich gucke. Vielleicht war die Badewanne damit gemeint. Ich meine, da duscht ganz oder badet ganz eindeutig jemand. Hey, ein Herz, was auch immer. Oh Gott, ich hasse den Raum. Der war scheiße. Also zumindest habe ich ihn scheiße in Erinnerung. Wieso? Ah. Da haben wir tatsächlich mal wieder so einen Geist. Gib mir das Geld.
Danke. Weiter schaukeln. Oh ja. Ein vermodertes altes Tagebuch. Möchtest du es lesen? Ja, warum nicht? Heute habe ich Fräulein Petunia einen urkomischen Streich gespielt. Sie ist die Badewanne gestiegen, nachdem ich sie mit Eis aus dem Gefrierfach aufgefüllt hatte. Natürlich hat sie angefangen, fürchterlich zu zittern. Einen kurzen Moment lang habe ich mich noch doch etwas schuldig gefühlt. Aber das Fräulein Petunia kann so etwas vertragen. Sie nahm einfach eine heiße Dusche, danach fühlte sie sich wie neugeboren. Und nachdem sie sich aufgewärmt hatte, war sie gar nicht mal richtig wütend. Ah, okay, was? Jetzt bin ich hier in diesem komischen Nähraum. Hier ist auch wieder so ein typischer Raum, wo eigentlich ein Stück Käse irgendwo rumliegen kann. Also, eigentlich nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Für Luigi's Mansion-Verhältnisse. Ach ja. Ha. Aber irgendwie sehe ich da halt gerade echt nichts. Hier scheint Tatsache nichts zu sein. Bringt das irgendetwas, die Fensterdinger aufzumachen? Nö, scheinbar nicht. Und ja, ich lasse die Portalgeister einmal einfach alle da, wo sie sind, und mache das gleiche erst, weil ich möchte erstmal alle Räume hier erkunden, wo ich rein kann. So. Glaube ich, ja, war das, dass man alle Kerzen zünden musste. Ja. Hey. Ein Shy Guy Geist. Was auch immer. So. Noch jemand? Da habe ich fast in die Tür reingezogen. Aua. Erstmal schön verbrennen. Okay, was auch immer. Ich meine, hey, man kann ihm mit Feuer Schaden machen, also mache ich es auch. So. Wäre komisch gewesen, wenn da nichts drin gewesen wäre, weil die Lampe schon so auffällig aussieht. Der Buhmuggel. Ach komm schon. So, dann müsste er jetzt eigentlich hier sein. Ja. Das ist ja Tatsache auch da rein, ne? Jetzt müssten die ja schon zu dritt in dem Raum hier sein. Aber der hat sich noch nicht versteckt. Warum mache ich hier keinen Schaden auf den? Ach ja, der Buhu will mich doch ärgern. So, da bin ich schon wieder. Aber der müsste eigentlich schon wieder da rein sein. Ich meine, hey, ich habe gerade nichts Besseres zu tun, also verfolgen wir auch mal den Buhu. Ja, da ist er wieder. Ups. Jetzt habe ich keine Ahnung, wohin der geflüchtet ist, aber auf jeden Fall Richtung rechts. Entweder hier wieder oder in den hellen Raum. Aber scheinbar in den hellen Raum diesmal. Na komm. Ja.
Das sind mir eindeutig zu viele hier, ich bin weg. Okay, wo ist er denn? Da hat er sich tatsächlich hier irgendwo wieder versteckt. Ah, wahrscheinlich hat er eben gerade so wenig Schaden bekommen, weil der Raum dunkel war. Stimmt. Ich erinnere mich daran. Die kriegen wenig Schaden, wenn der Raum dunkel ist. Ja, das ist immer das Blöde, wenn die sich dann in dunklen Räumen verkriechen. Zum Beispiel jetzt wieder. Ich glaube, da liebt die alte Oma da. Dass das ständig zu der geht. Alter! Habt ihr es bald? Ich glaube, der mag mich nicht. Hi. Ich habe gerade nichts Besseres zu tun, also verfolge ich dich einfach. Und wieder da rein. Ach ja, ich hasse ihn auch. So. Lasst mich mal alle in Ruhe. Ich habe was zu tun. Nämlich eine Buhu fangen. Und ihr so? So, jetzt sollte ich ihn aber hoffentlich haben. Geht doch. Meine Güte, das hat länger gedauert, als es sollte. Gut gemacht, Luigi. Ich habe eine ganz besondere Information für dich. Du hast schon mal von Elementen gehört, oder? Es heißt, sie stünden eine Art Dreiecksbeziehung. Was heißen soll, dass Wasser Feuer bezwingt, Feuer hingegen Eis und Eis wiederum Wasser. Verstehst du? Okay, du kannst mir jetzt den was auch immer. Hahaha, sind wir jetzt hier ein Pokémon oder was? Du hättest dann Pflanze sein müssen und nicht Eis, aber gut. Ich würde sagen, ich nehme trotzdem einmal Eis mit. Weil ich nämlich eigentlich noch auf Klo was gucken wollte. Also, nicht bei mir auf Klo, sondern hier im Spiel auf Klo. Und nicht die Pilzsuppe von dem Durchfall der Toads. Also, ja. So, kann man das da oben einfrieren? Kann man, Tatsache. Eventuell meinte er auch das gerade, dass man aus irgendwelchen Gründen die Teile auch ausschalten kann. Warum man das tun sollte. Aber man kann es tun. So, ich würde sagen, wir gehen hier einfach mal in den Raum ganz rechts. Der auch noch dunkel ist, sehr schön. Ups. Aber ich finde hier auch wieder nichts in den Raum. Schade. Okay, gucken wir mal durchs Fernglas. Das Weltall. Was auch immer. Und der Mond, yay. Okay. Ui. Obama hat sich der Raum geändert. Das war ein bisschen zu hoch. Den Mond abgeschossen. Ich habe den Mond zerstört. Ups. Ja. Yay! Und da haben wir Marios Stern. Und mit diesen Sternen können wir jetzt einfach
alle Geister töten. Ich meine, hey, wir haben den Stern. Okay, nein, können wir nicht. Warum auch immer. Aber theoretisch sollte es gehen. Das ist Mario Stern, der, was auch immer, einfach mit schimmert. Okay, cool. Scheiß Rainbow Road. Niemand mag dich. Okay. Dann würde ich aber sagen, das war's soweit von diesem Part. Also wenn es euch gefallen hat, schaut das nächste Mal wieder rein. Bis dahin, Leute, und ciao.